Ja, es war die 6000. Ziehung am vergangenen Samstag und die hat drei Spielern ganz besonders viel Glück gebracht. Alle drei sind nämlich jetzt frisch gebackene neue Lotto-Millionäre und das sogar mehrfach. Und ein Spieler aus Bayern, der hatte sogar den Supersechser auf dem Schein. Knapp 17,5 Millionen Euro war der Wert. Erste Lottozahl, die 5. Aber auch ohne Superzahl konnten sich noch zwei weitere Spieler in den Club der Millionäre einreihen. Einer aus Niedersachsen und einer hier aus dem Saarland. Beide bekommen für die 6 richtigen rund 3,7 Millionen Euro. Glückwunsch! Die nächste ist die 21. Heute geht's also wieder von vorn los. Sie sehen es ja schon bei mir auf dem Monitor. 2 Millionen Euro, die warten heute in der obersten Gewinnklasse für die 6 richtigen mit Superzahl. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen sammeln. Weiter geht's mit der 10. Und etwas mehr als 1 Million Euro, die wartet heute auch noch, nämlich im Spiel 77 in unsere Zusatzlotterie. Da hatte am vergangenen Samstag kein Spieler die komplette Gewinnzahl auf dem Schein. Vielleicht klappt's ja heute. Weiter geht's mit der 15. Dafür hat es bei Super 6 geklappt, gleich dreimal. Also drei Spieler dürfen sich freuen über den Höchstgewinn von 100.000 Euro. Und das geht einmal nach Bayern, einmal nach Nordrhein-Westfalen und einmal nach Rheinland-Pfalz. Glückwunsch! Die vorletzte ist die 6. So, ruckzuck, ist schon wieder Mai. Und Lottozahl 39, auch heute bisher nicht dabei, die hat 2021 noch gar nicht gesehen. Die ist nämlich die einzige Lottozahl, die in diesem Jahr noch nicht gezogen wurde. Schon 37 Mal jetzt nicht. Letzte heute ist die 4. Also 2 Millionchen, damit geht's wieder los. Und nochmal eine im Spiel 77. Die Gewinnzahl verrate ich Ihnen gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal die heutige Superzahl an. Und das ist die 8. Jetzt gibt es alle Gewinnzahlen nochmals bei uns in der Übersicht. Nur Zahlen in richtiger Reihenfolge. 4, 5, 6. Ja, das passt schon mal. Dann 10, 15, 21 und die Superzahl 8. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.